wird auf dem Riesihof bei Rita und Josef Kaufmann. Und Josef zeigt mir auf einem kleinen Rundgang, wie Biodiversität auf seinem Hof funktioniert. Ja, Josef, danke, dass du mich hier rumführst. Ich weiss jetzt nicht genau, vielleicht ein bisschen Städtersicht, aber für mich wirkt das wie eine ganz normale Wiese. Ist es aber nicht, es ist eine Ökowiese. Was heisst das? Eine Ökowiese ist, die wird nicht düngert, also kein Kunstdünger, kein Gülle, kein Mist, nie. Nachher der erste Schnittzeitpunkt ist 15. Juni. Das ist, dass wir die Artenvielfalt ein bisschen sein kann, dass nachher die Pflanzen können auswachsen, blühen, können absäumen. 8 Wochen später der zweite Schnittzeitpunkt. Und jedes Mal muss man 10% stehen. Ah, darum hat es da mehr? Genau. Okay, und das heisst, das machen sie, damit sich die Artenvielfalt bilden kann? Oder was ist der Grund dahinter? Die Tiere können dort flüchten, die kleinsten Lebewesen oder, können sich dort in die 10% vertun. Mhm. Und dann ab dem Herbst machen wir eine Herbstweide. Dann das sanft beweiden. Josef, das sieht aus, als hätte das irgendein Unwetter hergerichtet. Das ist aber pure Absicht, das habt ihr selber so gemacht. Wieso? Das geht hier um die Zuneidechse. Das ist eine sogenannte Steilinsel. Hier haben wir ein Loch gegraben, haben das eingefüllt mit Sand, mit Stein nachher belegt, haben hier noch etwas Wildes reingepflanzt. Und das ist wirklich bewusst gemacht worden für Biodiversität. Zuneidechse in Ehre, das ist jetzt aber ja nicht das Tier, das man primär auf dem Hof braucht. Warum ist der Steinhaufen trotzdem wichtig? Ja, das ist natürlich auch ein Element, das wir brauchen für die produzierende Landwirtschaft. Wir sind ja auch an Biodiversität gebunden. Wir können nicht nur produzieren. Hier hat es auch Kleinstlebewesen drin, die auch gut sind für den ganzen Kreislauf. So wie Bienen, die nachher wieder unsere Bäume tun. Bestäuben und somit schließt sich der Kreislauf wieder. Ist also das alles sehr vernetzt. He? Genau. Mol, da hast du einen ziemlich wilden Garten mit vielen Kräutern. Lass mich raten, das ist für Bienen, aber für was auch noch? Ja, das ist nicht nur für Bienen, das ist für diverse kleinste Lebewesen. Hier hat es Hornusse, Wespe. Es hat auch im Herbst Vögel, die hier auch, wo wir die Sträucher im Herbst stehen lassen, dass sie hier noch ein bisschen Futter haben über den Winter. Und dafür gehen noch ein paar Tegel rein. Die können hier auch sich gut überwintern. Das ist jetzt aber auch noch eine spezielle Kuh, denke ich. Ja, weißt du, das ist für eine ganz besondere Spezies. Andere Spezies? Meint der Zürcher?